nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder etwas shoppen und deswegen drehe ich heute ein Haul für euch und ich denke, ich fange zuerst mit den Kleidungssachen an und dann mache ich die Drogeriesachen und ja, dann fangen wir auch direkt an. Ich fange jetzt einfach mal mit Primark an und ja, was habe ich da geholt? Das ist gar nicht so viel. Als erstes, ich stelle mal die Tüte runter. Also als erstes habe ich hier einen Basic Top, kennt ihr wahrscheinlich von Primark. Ich habe die normalen nicht gefunden, also ich glaube, die haben die nicht mehr. Die haben jetzt diese, wo man die Träger halt so verstellen kann, finde ich eigentlich auch ganz gut. Und ja, ich habe mir halt so ein dunkelgraues geholt und das hat 2,50 Euro gekostet. Als nächstes von Primark habe ich mir dann so eine Sportshorts geholt. Die fand ich ganz schön, die hat halt vorne so ein Muster. Und das ist irgendwie so glänzend, dann ist da halt noch so eine Zahl, könnt ihr ja eigentlich sehen. Und auf der Rückseite ist die dann aus so einem etwas dickeren Stoff. Und ja, die fand ich ganz schön. Und ich habe die noch gar nicht anprobiert, ich weiß gar nicht, ob die mir passt. Aber ich denke schon. und was hat die gekostet? Ja, die war reduziert auf 1 Euro, also richtiges Schnäppchen von 8 Euro. Ja, von 8 Euro auf 1 Euro reduziert. Und die finde ich sehr schön. Dann habe ich was sehr Spektakuläres und zwar Plauschesocken. Yay! Ja, also ich trage die voll gerne so zu Hause und die haben jetzt 2,50 Euro gekostet. Und das letzte, was ich mir von Primark geholt habe, ist ein Schal. Und zwar ist der so schwarz-weiß mit so einem Karo-Muster. Und das Coole daran ist, dass der auf der anderen Seite anders ist. Also auf der anderen Seite ist er einfach schwarz. Eigentlich wollte ich einen ganz anderen. Es gibt nämlich noch so einen, der ist auf einer Seite halt so rot kariert und innen hat er dann so ein schwarz-weiß Harntrittmuster. Und eigentlich wollte ich den haben, aber irgendwie gab es den nicht mehr. Also ihn gab es nur noch in blau und in so einem komischen Rosa und das wollte ich irgendwie nicht. Und ja, deswegen habe ich mir den hier mitgenommen. Den finde ich auch ganz schön. Und wie man sieht, ist der total riesig. Also der ist wie so eine Picknickdecke irgendwie. Moment, vielleicht mal die andere Seite. Also, ja, also der ist sehr, sehr groß und auch sehr warm. Und ich finde ihn auch ziemlich schön. Kann ich mal zeigen, wie ich den so tragen würde. Okay. Man sieht nicht so viel, aber ja, den finde ich auf jeden Fall sehr schön. Und der hat 7 Euro gekostet. Dann gehe ich weiter zu Vero Moda und da habe ich nur eine Sache gekauft und zwar ein Pullover. Und ja, ich habe jetzt überall noch so einen richtig großen gestrickten Pullover gesucht. Ich habe es jetzt so, wie ich ihn wollte, noch nicht gefunden, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und ja, ich habe auf jeden Fall bei Vero Moda jetzt einen Pullover gefunden. Der sieht so aus. Also der ist so grau, schwarz, weiß, meliert irgendwie. Also ich fand, der sah richtig cool aus mit diesem Muster und der hat hier oben an der Seite dann auch noch so einen Reißverschluss. Und ja, ich habe mir den auch etwas größer gekauft, also das jetzt M. Ja, ich fand den einfach total schön und der hat eigentlich 12,95 Euro gekostet, aber ich hatte die Shopping Card, also von der Glamour Shopping Week und deswegen hat der dann nur noch 10 Euro etwa gekostet. Und ja, den gab es auch noch in anderen Farben, die waren auch ziemlich schön, aber den fand ich am schönsten. Deswegen habe ich den mitgenommen. Und dann habe ich ein paar Schuhe, über das ich unglaublich glücklich bin, weil ich wollte so welche jetzt schon richtig, richtig lange haben. Und zwar sind das solche hier. Das sind so Ankle-Boots mit einem kleinen Absatz. Und der Absatz ist höher, als ich erwartet habe. Also ja, ich bin gestern darauf den ganzen Tag durch Köln gelaufen und meine Füße haben so wehgetan. Aber ich finde die einfach total schön und die haben hier so zwei Schnallen mit Gold und ja, ich finde, die machen einfach aus jedem Outfit so ein bisschen noch was Besondereres. Ja, auf jeden Fall finde ich die sehr schön und habe ich schon gesagt, die sind von Deichmann und haben 29,90 Euro gekostet, also um den Dreh. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Laden, in dem ich was gekauft habe und zwar H&M. Und das war ein Abenteuer, die Sachen zu kaufen, beziehungsweise nur das eine. Ich zeige euch erstmal das andere. Und zwar habe ich mir erstmal einen Top von H&M gekauft. Das war jetzt im Sale für 5 Euro statt 13. Und es hat halt so ein richtig schönes Blumenmuster drauf. Und was noch so ein bisschen besonders daran ist, ist, dass es hier oben halt so einen Rahmen aus Spitze hat. Ja, und es hat so ganz dünne Träger und sitzt auch sehr locker. Es ist auch eher so ein
fließender Stoff. Also es ist so ein ganz dünner Stoff auf jeden Fall. Und ja, das fand ich sehr, sehr schön. Und das Letzte, was ich mir gekauft habe, war so anstrengend zu bekommen. Und zwar ist es eine Jeans, beziehungsweise eine Jeggings. Die sieht so aus. Also eigentlich relativ normal, obwohl das Blau, also ich finde es irgendwie ein besonderes Blau. Das ist jetzt die Super Skinny High Waist Jeggings. Und das ist meine erste High Waisted Hose. Und ich finde die einfach so cool. Die sitzt einfach so gut. Also die, ja, es ist ja eine Jeggings halt, ne? Also die ist richtig bequem und. Also ich war mit einem Freund von mir gestern in Köln und in einem H&M habe ich dann diese Hose anprobiert. Und ja, eigentlich wollte ich eine ganz andere, aber dann habe ich irgendwie die anprobiert und die hat mir einfach so gut gefallen, aber es war nicht meine Größe. Und dann sind wir halt, in Köln gibt es ja irgendwie, keine Ahnung wie viele H&Ms, aber richtig viele. Und dann sind wir in alle H&Ms gegangen und es gab einfach in keinem meine Größe. Und dann sind wir extra noch nach Bonn gefahren und haben da geguckt und dann gab es das auch nicht in meiner Größe. Und dann sind wir noch nach Bad Godesberg gefahren und da habe ich sie dann endlich gefunden. Und es war so schön. Es war ein Traum, ist in Erfüllung gegangen. Und ja, da habe ich dann auch nochmal die Shopping Card benutzt und deswegen habe ich sie dann nur für 15 Euro bekommen. Und ja, ich bin super glücklich mit der und ich denke, ich werde sie ganz, ganz oft anziehen und ich liebe sie. Dann mache ich mal weiter mit den Drogerie- und so Kosmetiksachen. Und da habe ich erstmal bei Kiko einen Nagellack geholt. Irgendwie muss ich mir ja immer einen Nagellack holen, wenn ich bei Kiko bin. Und ja, das ist jetzt dieser hier. Das ist so ein dunkelgrau und das hat auch so einen ganz leichten Schimmer. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Und das habe ich auch gerade schon drauf. Und ja, ich finde das in letzter Zeit so richtig schön, so dunklen Nagellack, weil ich finde, es sieht total elegant aus irgendwie. Und das ist die Farbe 382 und der hat 2,30 € gekostet. Und als letztes kommen wir zu DM und da hat sich jetzt einiges angesammelt. Also das habe ich jetzt nicht alles auf einmal gekauft. Und die Tüte ist nass. Ich glaube, da läuft was aus oder so. Oh nein. Okay, es war nur das Shampoo, weil das hatte ich heute Morgen schon in der Dusche. Da war noch ein bisschen Wasser in dem Deckel drinnen. Dann fange ich auch direkt damit an. Und zwar habe ich mir Shampoo und Spülung von Balea gekauft. Und zwar ist das die Seidenglanzserie, also diese lilane mit Feige und Perle. Und ja, ich habe die heute schon benutzt und ich finde, es riecht richtig, richtig gut. Also ich hatte ja bis jetzt immer die orangene Serie, also die mit Mango und Aloe Vera. Ja, jetzt im Moment würde ich sagen, dass ich sie sogar besser finde als die andere Serie. Ich habe sie jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert und bisher bin ich ganz zufrieden damit. Und ich glaube, die haben jeweils 65 Cent gekostet. Dann habe ich zwei Gesichtsmasken und es ist zweimal die gleiche. Und zwar von Garnier, diese Hautklar Anti-Pickel-Thermomaske. Die hatte ich ja vorher schon einmal und ich fand die einfach so cool, weil die Konsistenz hat mir so richtig gut gefallen. Und ja, ich will es mal über längere Zeit ausprobieren, ob die wirklich was hilft. Also, ob die Haut dadurch wirklich besser wird. Ja, bisher bin ich ganz zufrieden damit und die kosten, glaube ich, 85 Cent oder 75 Cent pro Packung. Dann habe ich etwas sehr Aufregendes und zwar Zahnpasta. Das ist jetzt die von DM selber, also Dontodent. Und die fand ich so cool, weil die hat halt so eine pinke Verpackung und die ist mit Grapefruit und keine Ahnung, ich wollte das unbedingt ausprobieren und die ist echt lecker. Also ja, sonst ist sie wie eine normale Zahnpasta, aber ich finde, die schmeckt echt lecker. Das nächste ist eine Bodylotion von Balea und zwar die Kokos- und Shea-Nuss Bodylotion für trockene Haut. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert, aber ich finde, die riecht richtig, richtig gut. Okay, ja. Da hat man sie dann schon im Gesicht hängen. Jetzt kann ich sie auch mal ausprobieren. Die riecht jetzt nicht so aufdringlich nach Kokosnuss, sondern so richtig angenehm. Und ja, wenn ihr Kokosnussgeruch mögt, dann schaut euch die mal an. Ich weiß zwar noch nicht, ob sie gut ist, aber ich freue mich schon sehr drauf, sie auszuprobieren. Und dann habe ich noch eine Bodylotion. Das ist jetzt allerdings nur so eine kleine Packung, weil ich schon so viele Bodylotions habe und ich muss jetzt echt mal welche leer machen. Und ja, die ist von Tracalmoon Warm Cinnamon Nights. Das ist diese Limited Edition, die immer so im Winter rauskommt. Sind jetzt 60 Milliliter drin und die riecht echt so gut. Also die riecht so richtig weihnachtlich einfach. Ja, ich freue mich auch schon total, die zu benutzen. Ich hoffe, die ist besser als die alten. Ja, also die alten waren ja nicht so gut von der Pflegewirkung. Ich hoffe, die ist besser. Aber selbst wenn nicht, dann riecht sie auf jeden Fall sehr gut.
Als nächstes wieder ein Produkt von Balea, und zwar das pflegende Gesichtswasser mit Mandelblütenextrakt für trockene und sensible Haut. Das sieht so aus, in dieser rosanen Verpackung, und es ist ohne Alkohol, was ich sehr gut finde, weil das immer die Haut ein bisschen sehr reizt. Ich finde den Geruch sehr angenehm und ja, ich tue das dann einfach auf ein Wattepad und streiche damit morgens über mein Gesicht, weil ich wollte jetzt wieder ein bisschen mehr für mein Gesicht machen, also ein bisschen mehr Hautpflege halt. Dann habe ich mir eine Pinzette gekauft, und zwar ist das eine rosane von Evelyn. Das ist jetzt eine mit Softgriff und dieser angeschrägten Spitze. Und ja, die habe ich mir nachgekauft, weil meine andere irgendwo hier in meinem Zimmer verschollen ist. Und ja, ich finde die ziemlich, ziemlich gut. Ziemlich, ziemlich gut. Mit der war ich auch vorher schon ziemlich zufrieden. Also ich finde, die greifen die Haare total gut mit dieser schrägen Spitze. Und ja, war auch nicht sehr teuer. Die hat jetzt, glaube ich, 1,95 gekostet. Dann habe ich mir einen Eyeliner geholt, und der ist jetzt von Essence. Da gibt es so einen neuen. Und zwar heißt der Liquid Ink Matte Eyeliner. Ja, den habe ich jetzt auch schon öfters ausprobiert. Ich habe ihn auch gerade drauf. Und ich finde den wirklich richtig gut. Also, ich zeige es euch mal. Das Beste. Also erstmal so ein ganz normaler Strich eigentlich. Jetzt gleich, wenn er trocknet, dann wird er halt matt, also noch ist er glänzend. Das ist der Pinsel, der ist ziemlich dünn und fein, und ich finde, man kann damit wirklich sehr präzise den Lidstrich ziehen. So, und jetzt seht ihr auch hier, es ist getrocknet und ist auch matt geworden, und ich kann da jetzt wirklich so drüber wischen und es geht nicht weg. Also die Haltbarkeit, die ist echt so gut, und der ist auch wasserfest, also ihr könnt damit auch schwimmen gehen oder so. Und dann habe ich bei DM auch noch von P2 noch einen Nagellack gekauft. Und zwar ist das einer von diesen Nagellacks. Und ja, das ist die Farbe 240 Royal Beauty. Das ist so ein richtig schönes Dunkelblau mit so einem ganz leichten Lila-Stich. Und ja, den fand ich einfach total schön, so für den Winter. Und ja, das war auch schon alles, was ich gekauft habe. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht so ein paar Inspirationen finden, Sachen, die ihr vielleicht auch kaufen möchtet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!